Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Donnerstag, den 16.02.2023. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ist dann tatsächlich auch schon der letzte Tag vom Februar verfallen. Ne? Wir haben Verfall am 17. Februar und damit ist der Donnerstag der letzte reguläre Handel vorm Verfall. In der Regel sind das genau die Tage, wo dann immer noch mal ein bisschen Stühlerücken angesagt ist. Weil natürlich all diejenigen, die am Freitag Optionen drin liegen haben, noch versuchen, ihre Schäfchen irgendwie ins Trockene zu holen. Ne? Es gibt die einen, die auf der Short-Seite investiert sind, die anderen, die auf der Long-Seite investiert sind. Die, die auf der Long-Seite investiert sind, versuchen vielleicht ihre Position noch mit Stützungskäufen, die sie ohnehin machen müssen, noch temporär zu decken, indem sie einfach sagen, okay, gebe ich das halt jetzt in den Markt rein statt Donnerstag, dann verdiene ich ein bisschen mehr auf meine Option. Gebe ich das jetzt am Donnerstag rein statt am Freitag oder am Montag, dann geht es noch auf meine Option drauf. Auf der anderen Seite haben wir diejenigen, die vielleicht Short investiert sind, weil sie davon ausgehen, dass der Markt fällt. Und dann eben auch vielleicht sagen, okay, dann verkaufe ich jetzt mal noch ein paar Aktienpakete, um meine Option noch ein bisschen voranzutreiben. Und so entsteht einfach immer wieder eine Gemengelage, die wir in Verfallswochen haben. Aus verschiedenen Interessen, die schlagartig auf einen Punkt zusammenkommen. Das einzigste Mal im Monat, wo wirklich auf einen Termin schlagartig Interessen zusammenkommen, die versuchen, bestimmte Niveaus zu erreichen. Und deswegen haben wir immer wieder in Verfallswochen, naja, ein abweichendes Bewegungsverhalten zu sonst. Zum Bewegungsverhalten selbst haben wir ja ausführlich jetzt hier, ich habe es nochmal als Titelbild ein bisschen mitgebracht, Head and Shoulders, ja. Jetzt muss ich nur rausstellen, ob es hier um ein Shampoo geht oder ob unser DAX tatsächlich hier seine Schulterkopf-Schulterformation bauen will. Wir haben es formschön, es ist wie im Lehrbuch, ja. Zack, linke Schulter über die 15,555 runter auf 15,270, die nun die Nackenlinie markiert, dann den Kopf ausgebildet, zurück auf die Nackenlinie. Und jetzt geht es darum, kriegen wir hier eine zweite rechte Schulter oder wird es gar keine Schulterkopf-Schulterformation? Denn nee, wir machen das anders. Da mache ich mal, wartet kurz, ich pausiere mal kurz, ich muss mal was holen. Machen wir mal hier ein bisschen Unterricht, auch wenn es gar kein Seminar ist. Das ist ja erst in 2 Wochen. Aber ja, das wäre meine linke Schulter, das ist der Kopf, das ist die rechte Schulter. Zu dem Zeitpunkt ist es noch keine Schulterkopf-Schulterformation. Das ist ganz wichtig zu verstehen, weil ganz, ganz, ganz viele sitzen immer hier da und sagen, okay, sie traden jetzt die SKS. Das ist insofern nicht richtig, weil die SKS wir tatsächlich erst haben, wenn diese Bewegungsstrecke fertig ist. Erst dann ist es ein ausgebildetes Umkehrmuster. Ja, erst dann ist es eine ausgebildete Schulterkopf-Schulterformation, die eben dann hier mit Unterschreiten dieses Niveaus ihr Signal aktiviert, was dann eben bemessbar an diesem Kästchen ist und das Ziel eben in die Richtung vorgibt. Ja, erst dann. Bis dahin kann man natürlich auf eine Schulterkopfformation schon mal hintraden, ne? Als Vermutung einfach, dass es eine solche wird. Aber der Markt kann auch ganz einfach in eine Trendfortsetzung gehen, hier weiter steigen und dann hat man nichts anderes gehabt, wie, ich sag mal, eine Korrektur, wie sie hier war und dann ist der Markt weiter gestiegen. Ne? Und deswegen ist es ganz, ganz, ganz wichtig, sich auch bewusst zu machen, wo man in dieser Formation steht, damit man hier nicht jetzt völlig überzeugt das Ding wegprügelt und nachher sich bei 750, bei 940 sich vielleicht wundert, was ist denn jetzt hier mit Schulterkopfformation? Ja? Also, das muss ganz klar sein. Wenn wir sowas antraden, müssen wir auch wissen, wovon reden wir eigentlich, was ist hier Phase, wie wird es denn getradet? Und da muss man ganz klar sagen, ist es eben nicht so, dass man eine Schulterkopfformation an diesem Punkt tradet, auch wenn das viele Privatanleger gerne machen wollen. Weil es dort natürlich der scheinbar höchste Punkt ist, um es uptraden zu können. Ja, also haben viele immer das Interesse, genau im Hochshort drin zu stehen. Aber das ist nicht immer unbedingt dienlich. Und das ist auch nicht immer gut, sich gegen eine Bewegung hinzustellen. Ich fände das okay, wenn man sagt, man hat hier ein überschaubares Risiko. Ne? Man könnte sich einfach letztendlich über dem Hoch absichern und sagen, okay, wenn es klappt, kann ich bis hierhin hier Teilverkauf machen. Und wenn es richtig klappt, kann ich sogar bis hier unten reingehen. Also es ist definitiv eine attraktive Chance, aber ich würde eben auch ein erstes Umdrehen tatsächlich abwarten wollen in dem Bereich. Ich persönlich. Ja, damit ich wenigstens ein kleines Go habe. Und selbst dann wäre ich mir noch nicht sicher, dass das überhaupt funktioniert, aber der müsste halt erst die Nackenlinie hier unten einmal durchschlagen. Erst dann ist es eine fertige Schulterkopf-Schulterformation und erst dann wird sie auch aktiviert. Ne? Das wird auch oftmals falsch vermittelt,
beziehungsweise auch falsch rübergebracht und viele interpretieren das falsch, aber das ist ganz wichtig. So, und den roten Strich, das ist der, der hier oben rausgeht, den lasse ich hier aber jetzt mal visuell noch drin, denn das müsst ihr euch einfach ein bisschen vor Augen behalten, ne? Weil so könnte es dann eben auch ablaufen. Sollte der DAX jetzt also zum Donnerstag richtig oben rausrennen und eben nicht anfangen, nach unten auszustoßen, hat er Platz bis 57. Und wenn er die 57 macht, bin ich eigentlich auch ziemlich davon überzeugt, dass wir auch eine 15.900 noch bekommen. Ja, also wenn er hier oben reinläuft, muss man hier, kriegt man bestimmt, das ist jetzt schlecht gezeichnet hier, kriegt man bestimmt auf die Nacken, auf die Trendlinie dann hier einen Stoß. Einen Stoß gezogen. Wartet mal. Rennt er bestimmt hier dran. Das ist sogar ein bisschen oberhalb von 57. Ne? Ihr seht, das ist so ein Bereich um 800. Dann stößt er sich hier bestimmt einmal ran, kommt nochmal zurück. Das darf dann auch gut und gerne nochmal eine 15,55 bis 15,35 von oben werden. Ja? Also will er übertreiben Donnerstag und sein klassisches Hin- und Her-Muster machen, wäre oberhalb, eigentlich oberhalb von 15,565 das Wahrscheinlichste, dass wir sogar bis 57,800 hochstechen. Von dort erhöhtes Risiko haben, wieder komplett umzudrehen auf 5,50 bis 5,30 und von dort dann aber wieder ansteigend bis in die 15.900 rein. Weil die Schulterkopfformation ist dann raus, die ist dann vom Tisch. Na, das heißt, das bärische Szenario, das wirklich bärische Szenario, was er spielen kann, das muss er halt wirklich spielen, wenn er jetzt hier blaue Route macht, wenn er hier in dem Bereich umdreht, nach unten auf die Nackenlinie geht, die Nackenlinie einmal durchbricht, von unten bestätigt und einen Abflug macht Richtung 14.800. Ja. Gut, soweit denke ich, ist das klar. Ja, vom Timing her ist ein bisschen zu früh. Vielleicht kriegt das noch rausgezogen, die SKS. Weiß nicht, wir haben jetzt Mitte Februar. Mitte Februar ist nicht unbedingt ein Trendwechselpunkt, typischer Trendwechselpunkt. Money Monkey Seminare sind typische Wechselpunkte. Ja, also, wenn wir im Tagesschart mal gucken, wann wir Seminare gemacht haben, das ist erschreckende Statistik, die wir haben, das ist wie ein kleiner Fluch. Jedes Mal, wenn die Leute auf dem Seminar sind und sich von uns was beibringen lassen, gibt es danach erstmal einen richtigen Reinschmiss ins tiefe Wasser. Das ist eigentlich jedes Mal wirklich so gewesen. Ja. Könnte man durchgucken. Wir hatten 2018, waren wir in Frankfurt, 1. Februar, 1. Februar. Gucken wir mal, was danach kam. Das war der 1. Februar. Und dann ging es flutsch. Erstmal von 13.295 auf 11.700 runter. Innerhalb von wirklich einem Monat. Und in der Folge sogar noch deutlich tiefer. Aber wir hatten auch in dem Jahr noch ein Seminar im September gehabt. Das war auch 2018. 30.09. 30.09. Wo ist der 30.09.? Hier ist der 30.09. Und dann Abflug. Ja, 30.09. 12.345. Hier vielleicht auch eine Kopf-Schulter-Formation drin gewesen. Ich weiß es gar nicht mehr. Und dann zack, von 12.300 auf direkt 11.300 und im Weiteren sogar auf 11.000 runter. Das war 2018, unsere beiden Seminartermine. Dann hatten wir 2019 Magdeburg, 30.09. 2019 Magdeburg, 30.09.2019, Magdeburg, 30.09. Und was folgte in der Woche danach? Abflug von 12.475 auf 11.875. Das ist nicht so krass wie davor, aber es wird jetzt interessanter, denn wir hatten auch ein Webinar, ein Seminar im Frankfurt am 1.2.2020. Das war in dem Bereich. Und was hier folgt, war noch interessanter. Also können wir festhalten, Seminartermine, Money Monkeys, sollte man sich immer mal vor Augen halten. Ne? Wir hatten auch 2020 noch eins und dann haben wir ja erstmal eingestellt, weil wir dann Wohnsitzwechsel nach Zypern hatten. Wir hatten Donnerstag, wann haben wir Seminar gemacht? Im September. War, glaube ich, auch 20.09. oder sowas. 20.09. war hier. Genau. Und dann ging es auch von hier. Zack, Fusch, erstmal volle Möhre runter und dann hier nochmal. Und von daher, unser Seminar ist jetzt am 25., 26. Februar. Bin ich mal sehr gespannt, wo wir dann danach stehen, die nächsten 2 Wochen. Also, mal gucken. Bis dahin kann es sich noch ein bisschen was gönnen oder zur Seite schieben.
Und dann einmal hier rote Linie, bitte. Das wär doch mal schick. Das wäre doch mal hübsch. Es gab erst eine Ausnahme, aber da war auch ein München-Seminar. Da kann ich mich noch dran erinnern. Da ist der Markt. Das ist das einzige Seminar, was mir nicht gefallen ist. Ne? München. Wann war man in München? 2019. 2019. Aber es ist auch das einzige Mal, dass ich in München war. Danach habe ich nie wieder Seminare in München gegeben. Nein, ist der Markt nicht gefallen danach. Ja, also 25. und 26. Februar bis dann müssen sich die Short-Liebhaber von euch noch. Na, guck mal, es ist schon nur noch knapp eine Woche. Das haltet ihr vielleicht noch durch. Und danach kommt das Orakel von Magdeburg hier und schlägt einmal nach unten durch. Bin ich gespannt. Gut, aber ist Quatsch. Wir gucken auf unsere SKS. Wie gesagt, habt das einfach im Ohr. Schulterformation löst nach unten nur aus, wenn sie denn tatsächlich auch wirklich die Nackenlinie durchstößt. Vorher kann das auch einfach nur eine Korrekturbewegung im Trend sein, die dann in Trendfortsetzung geht. Seid euch in dem Falle bewusst, dass wir eigentlich alles, was am Donnerstag oberhalb von 15,565 passiert, im Zweifel Richtung 15,630, 15,750, 15,800 und auch 15,900 auf dem Radar haben müssen. Kann der relativ schnell erreichen, kann der in 2, 3 Stunden stehen. Nicht, dass dann hier alle drin rumshorten, weil sie sagen, jetzt kommt aber die SKS, jetzt kommt aber die SKS. Wenn eine rote Stundenkerze sich hier ausbildet in dem Bereich, gerne, dann können wir nochmal auf eine SKS antraden, aber die muss dann auch kommen. Ja, und dann muss er auch nach unten durchziehen. Und sollte nicht bloß, keine Ahnung, bis zu den Amerikanern 15,30 nach unten fallen, ich sag jetzt mal 4,30 bis 3,80 und dann mit den Amerikanern grüne Stundenkerze rein und wieder komplett zurück. Das funktioniert dann auch nicht, dann steht der Freitag hier oben. Ja, also muss eigentlich instant hier jetzt rote Stundenkerze, Abwärtsgap offen lassen. Oder irgendwie sowas, das funktioniert immer beides gut. Man muss es aber auch dann offen lassen. Das, was er jetzt hier am Mittwoch gemacht hat, das funktioniert so nicht. Das war ein klassischer tiefer Mittwochsstart, dann lang hochgezogen. Das muss schon offen bleiben, dann das Gap, sonst kommt diese Druckwirkung nicht rein. Ja, gut, dann wäre ich jetzt soweit durch, würde hier deswegen das Video hier zulassen. Wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen zum Donnerstag und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.